Vom 12. bis 14. April 2013 war die Forst Live in Offenburg erneut der Branchentreffpunkt der Forst- und Holzwirtschaft im Südwesten Deutschlands. Technik, die fasziniert, lautet das Motto dieser internationalen Demoshow für Forsttechnik, erneuerbare Energien und Outdoor. 265 Aussteller aus 10 Nationen präsentierten auf 40.000 Quadratmetern Freigelände und in der 6.000 Quadratmeter großen Badenarena ein breites aktuelles Spektrum von Maschinen und Geräten rund um die Wertschöpfungskette Holz. Praxisgerechte Maschinendemonstrationen stehen im Vordergrund dieser Fachmesse. Während den 3 Messetagen wurden über 800 Bäume zu Hackschnitzeln, Brennholz und Bohlen verarbeitet. An vielen Messeständen wurde gehackt, gehäckselt, geschreddert, gespalten, gesägt und gefräst. Großgeschrieben wird auf der Forst Live das aktuelle Thema Holz machen. Ihrem Ruf als Brennholzmecker wurde die Forst Live durch die nahezu bundesweit einzigartige Demonstration von Kegel-, Kombi- und Meterspaltern sowie Sägespaltautomaten namhafter Hersteller und Händler erneut gerecht. Für Abwechslung zwischen den zahlreichen Maschinendemonstrationen sorgte ein attraktives Rahmenprogramm. Großen Zuspruch erlebte bei Jung und Alt die Grünholzwerkstatt, in der die Besucher unter fachlicher Anleitung eigene kleine Werke aus Grünholz herstellen konnten. Privatwaldbesitzer, Forst- und Landwirte schätzen ebenso wie Hobbyisten die familiäre Atmosphäre der Forst Live, zu der man auch gerne seine Freunde, Bekannten und die Familie mitnimmt. Wie beliebt diese Fachmesse ist, zeigte sich in einer erneuten Besuchersteigerung. Die über 26.000 Besucher konnten ein breites, aktuelles Angebot modernster Forsttechnik unter die Lupe nehmen und sich ausführlich über alternative Energiesysteme informieren. Im kommenden Jahr feiert man mit der 15. Auflage vom 11. bis 13. April 2014 ein kleines Jubiläum. Dann heißt es wiederum 3 Tage lang: Eintauchen in die Erlebniswelt Forst Live.